Wenn ich so auf meinen Balkon komme, dann gibt es hier viele Dinge, auf die man blicken kann, auf die man schauen kann. So das Erste, was man so sieht, sind die Pflanzen, die verschiedenen Arten von Pflanzen. Und dann gibt es noch das, was man so in dieser großen, weiten Welt sehen kann. Zum Beispiel gleich hier vorne ist ein Spielplatz. Da kann man Basketball spielen, da kann man turnen und da sind die verschiedensten Leute. Und man blickt immer anders auf diese Sachen, je nachdem, wie der Blick so ist. Man kann vielleicht die Kinder sehen, man kann aber vielleicht auch das Verbot jetzt sehen, dass da überhaupt eigentlich keine Leute sein dürfen. Man kann die Leute sehen, die Tischtennis spielen. Oder man kann die Leute abends sehen, die kiffen, die rauchen und die trinken. Und dann sehe ich auch manchmal mein Auto, was jetzt auch super zu sehen ist, das hier vorne ist. Und ich gucke drauf und ich hoffe, dass da nicht zu viele Blätter drauf sind, dass ich da zu viel putzen muss, dass da nicht ein Vogel drauf gekackt hat oder irgendwie ein Kratzer drauf ist. Und dann gibt es natürlich noch die Straße, die man sehen kann, die Straßenbahn, die dabei vorbeifährt. Und da ganz hinten, da sieht man es hier, da ist Sixt. Und da kann man sich ein Auto mieten. Und Sixt hat immer ganz viele coole Autos. Ihr müsst wissen, ich bin so ein richtiger Autofan. Und ich schaue mir immer die Autos genau an und recherchiere die auch immer und was es da Neues gibt. Und ich merke auch manchmal, hey, das ist auch irgendwie nach dem Windhaschen, weil sich die Autos ja immer wieder verändern. Und dann gibt es da noch was anderes Spannendes. Da gibt es hier vorne, das sieht man jetzt nicht so gut wegen den vielen Blättern, da gibt es hier vorne, da, ein McFit. Und dieses McFit, kam mir neulich so diese Idee, ist manchmal so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie die Gemeinde. McFit ist wie die Gemeinde deswegen, weil es ein Ort ist, an dem wir hingehen, um uns zu verbessern, um uns zu verändern. Natürlich auch, um Gemeinschaft zu haben, natürlich auch, um zum Anbeten. Aber ich möchte in einem Bild reden. Und dieses Bild sagt, dass die Gemeinde wie McFit ist. Und wir können da mit verschiedenen Perspektiven rangehen. Wir können da mit verschiedenen Blick hingehen. Wir können die Leute sehen, die richtig fit und richtig buff sind. Und können dann sagen, boah, die sind so fit, oh, ich fühle mich richtig schlecht. Boah, ich muss ja noch so viel arbeiten. Es könnte mich motivieren, es könnte mich schlecht machen. Genauso könnte ich andere Leute sehen, die noch sehr weiten Weg zu gehen haben. Und mich innerlich lächerlich machen. Sie fertig machen, sie runter machen. Guck mal, wie dick der oder sie ist, oder guck mal, wie langsam die oder jene ist und mich richtig gut über mich selber fühlen. Es ist der gleiche McFit, aber mit einer verschiedenen Perspektive, mit einem verschiedenen Blick. Wenn wir heute in die Nachrichten schauen, dann können wir auch eine verschiedene Perspektive sehen. Wir können auch verschiedene Ansichten haben, wie wir mit den Dingen umgehen, die wir in den Nachrichten sehen. Wir können Angst haben, wir können denken, die Welt geht unter. Wir sind froh, dass die Dinge sich jetzt wieder auflockern. Aber es gab eine Zeit, wo viele sehr viel Angst hatten, teilweise heute immer noch. Mit welchem Blick gehen wir auf die Dinge? Wir könnten auch sehen und denken, dass wir in der Endzeit leben. Ich bin davon überzeugt. Aber die Frage ist, mit welcher Perspektive schauen wir darauf? Schauen wir mit Angst, mit Furcht, mit Sorge? Oder schauen wir auf den, der uns nach Hause holen möchte? Es gibt da einen Text, wo Paulus genau über diese Situation redet, über diese Endzeit, über die Verfolgung, über diese vielen schlimmen Dinge, die noch passieren, vor allem für die junge Kirche, die vieles erleiden musste. Und dieser Text findet sich in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 18. Und da sagt er direkt am Ende des Abschnitts was Faszinierendes, was Magisches, was tief Philosophisches, aber was doch sehr Wahres. Und das, was ich dir noch mitgeben möchte. Er sagt hier in Vers 18, er sagt, wir schauen aber nicht auf sichtbare Dinge, denn die sichtbaren Dinge vergehen. Wir schauen auf die unsichtbaren Dinge, denn die unsichtbaren Dinge sind ewig. Und er meint hier Jesus, er meint hier unsere Erlösung, er meint hier unser Heil. Auf was schaust du zurzeit? Was nimmt dein Blick zurzeit an, ein? Ist es die Dinge, die dir Sorgen machen, die Dinge, die dir Angst machen? Oder ist es der verheißen hat, uns nach Hause zu holen, uns zu behüten und zu beschützen und dass das Ende gut wird? Nicht unbedingt vielleicht hier, aber dass das Ende gut wird. Mit diesem Gedanken möchte ich dir heute Gottes Segen wünschen.